Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wir haben schon ganz oft in diesen Videos und auf unserem Kanal über das Thema WeShare gesprochen und dass WeShare-Fahrzeuge, so wie dieser hier, Ladesäulen blockieren. So wie auch hier, nämlich seit 11 Stunden 25 Minuten hängt dieser Golf hier an der Ladestation und lädt nicht mehr und ist voll und blockiert deswegen diese Ladestation hier. So, und WeShare hat uns ja immer wieder versprochen, an diesem Thema zu arbeiten. Hier an dem Beispiel kann man sehen, scheint irgendwie nicht so richtig zu klappen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie WeShare versuchen will, dieses Problem zu lösen. Und wir gucken uns einfach das mal an. Bleibt kurz dran. Nachdem ich jetzt gerade eben zufälligerweise ein ausgesprochen freundliches und nettes Gespräch mit einem Mitarbeiter von WeShare hatte, der mit seinem Golf nämlich drei Autos weiterparkte und da ja keine Ahnung was gemacht hat und ich ihn gefragt habe, er möge doch bitte mal den Wagen da wegräumen, der da schon seit 11 Stunden an der Ladestation rumhängt und ich mir dann da anhören musste, das sei nicht mein Problem und was weiß ich was alles. Egal. Die Jungs haben es auch nicht einfach, aber ich glaube, ein Auto muss nicht unbedingt 11 Stunden an der Ladestation stehen. Jedenfalls zeige ich euch jetzt mal, mit welchen Mitteln WeShare diesem Problem der Ladesäulenblockierung begegnen möchte. Ich bin jetzt mal hier auf dem Parkplatz einer großen Discounterkette gefahren, bin in Zehlendorf und hier haben wir jetzt also einen dieser neuen Schnelllader von die WeShare hier hat aufbauen lassen, beziehungsweise genauer muss man sagen, eigentlich sind die nicht von WeShare aufgebaut, sondern die wurden aufgebaut von der Lidl-Schwarz-Gruppe und WeShare sorgt eben mit einer Auslastung dafür, dass sich die Dinger dann irgendwie auch rechnen sollen. Der Ansatz ist ziemlich gut. Schauen wir uns die Ladestation erstmal an. Was haben wir hier? Wir haben hier also zwei Ladeplätze. Zwei Pkw-Ladeplätze. Wir haben auch ein deutliches Zeichen hier oben zu stehen, dass diese Ladestation bzw. dieser Parkplatz ein Kundenparkplatz ist. Höchstparkdauer 90 Minuten. Wer die überschreitet, zahlt 19,90 Euro Strafe. Wir haben hier die Reservierungsschilder für WeShare. Also von 23 bis 6.30 Uhr ist diese Ladestation für Fahrzeuge von WeShare reserviert. Dann haben wir hier auch schon solche Parksensoren drauf, wie auf allen anderen Stellplätzen auch, die dann vielleicht später mal genutzt werden können, um tatsächlich auch remote zu kontrollieren, ob hier jemand unberechtigterweise steht oder nicht. In dem Fall also jemand stehen würde und nicht lädt. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie das hier funktioniert. Wir gucken uns erstmal die Ladestation an. Wir haben hier an der Seite also einen Typ 2 Anschluss zu hängen. Der ist hier sehr fest drin. Okay. Dann haben wir hier CHAdeMO 50 kW und daneben CCS auch 50 kW. Und ich probiere jetzt einfach mal aus, ob ich die Ladung hier starten kann. Ich berühre mal den Bildschirm, mal gucken, ob was passiert. Starte Steckerverbindung, alles auf OK. Ich tippe mal auf AC, Fahrzeug anschließen und den Knopf drücken. Das machen wir doch einfach mal. So, eingesteckt ist es. Die Zoe hat verriegelt und ich tippe jetzt mal auf den Startknopf. Okay, starten steht da, bitte warten steht da. Ich bleibe mal erstmal hier, gucke mal, was passiert. Es klickt sehr laut und die Ladung scheint jetzt zu starten. Oh, was ich sehr schön finde, man kann hier die Ladeleistung sehen. Oder nicht? Doch, also erstmal kann man hier sehen, wie viel schon geladen wird. Und das ist nur eine Symbolisierung, dass der Ladevorgang läuft. Alles klar. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht zeigt er hier auch an, mit welcher Stromstärke oder mit welcher elektrischen Leistung, besser gesagt, hier geladen wird. Das passiert hier erstmal nicht. So, was haben wir an der Ladestation noch? Wir haben hier, das finde ich schon mal gut, wenigstens eine kleine Beleuchtung ist hier oben dran. Über jedem Ladeport ist eine Beleuchtung. Die Ladestationen sind hier auch grün entsprechend mit kleinen LED-Beleuchtungseinheiten markiert, sodass man das abends auch, denke ich, ganz gut sehen kann.
Was natürlich auch ganz gut wäre, wenn es hier drin auch noch eine Beleuchtung gäbe in diesen Schächten, um die Kabel hier richtig irgendwie einzusetzen. Das ist nicht der Fall. An der Seite haben wir den Notstrom, den Notausschalter. Guck mal auf die Rückseite. Da ist nur ein bisschen Graffiti. Willkommen in Berlin. Das ist immer hier so. Gucken wir mal noch auf die andere Seite rüber. Okay, und da haben wir jetzt hier einfach mal, das ist eine spanische Ladestation. Ja, und da sind die entsprechenden technischen Markierungen dran. Also insgesamt können hier 196 kW reinfließen in die Ladestation bei 183 Ampere. Und wir haben hier den Anschluss AC 400 Volt, 63 Ampere, 43 kW sind hier möglich. Und auf CHAdeMO 50 kW und auf CCS genauso. Und die anderen Sachen sind jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Hier an der Seite ist nochmal die Erklärung. Ah, ich habe es falsch gemacht. Siehst du, ich hätte hier auf den Knopf drücken müssen, um das rauszunehmen. Okay, gelernt fürs nächste Mal. Und hier AC 43 kW. So, und was hat das Ganze jetzt mit WeShare zu tun? Ihr habt es schon gesehen. Also WeShare baut an, beziehungsweise in Kooperation mit der Lidl-Schwarzgruppe, werden also an 60 Einkaufsläden, Lidl- und Kaufland-Filialen in Berlin solche Schnellladestationen aufgebaut, wie ich sie euch hier gerade gezeigt habe. Und ihr habt es ja an den Schildern schon gesehen, hier diese Ladestationen sollen dann primär genutzt werden, um die Fahrzeuge entsprechend zu laden über Nacht. Das ist an sich eine sehr, sehr gute Idee, denn dieser Parkplatz hier, ich zeige euch nochmal, ich schwenke mal die Kamera. So, jetzt klappt es. Denn auf diesem Parkplatz hier von dieser Filiale gibt es natürlich sehr, sehr viele Parkplätze. Ich würde mal sagen, hier gibt es bestimmt so um die 50, vielleicht sogar 60 Parkplätze, die hier zur Verfügung stehen. Und diese Parkplätze sind ja vor und nach Geschäftsschluss natürlich ungenutzt. Also macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, diese Parkplätze zu nutzen, um hier Elektrofahrzeuge zu laden, zum Beispiel an solchen Schnellladern. Ein Schnelllader ist sicherlich sehr, sehr wichtig, wenn man es eilig hat, wenn man nur kurz im Laden ist. Aber es wäre sicherlich auch super klasse, wenn man an solchen Orten wie hier, ich habe schon mal in dem anderen Video angesprochen, wo ich erklärt habe, wie sollen denn in Berlin in Zukunft 330.000 E-Fahrzeuge gebaut werden. Da kam auch das Stichwort Dual Use. Das heißt also an genau solchen Plätzen wie hier, wo einfach mal der Platz da ist, Ladestationen aufzubauen. Und das müssen ja nicht alles DC-Ladestationen sein. Das könnten ja auch eine ganze Reihe an, sagen wir mal, langsamen AC-Ladestationen sein, wo man sein Fahrzeug einfach über Nacht abstellt und dann morgens das Fahrzeug wieder abholt. Muss man ja auch nicht jeden Tag machen. So ein E-Fahrzeug, so wie zum Beispiel wie die Zoe hier, muss ja auch nicht jeden Tag irgendwie geladen werden. Das reicht ja aus, wenn man die ein, zwei Mal in der Woche lädt. Meistens reicht sogar einmal aus, je nachdem, wie es eben so läuft. Ich glaube, die neue Zoe mit dem großen Akku, da sollte man locker mit einmal pro Woche irgendwie hinkommen, wenn man so ganz normale Fahrten macht. Das sollte doch auf solchen Großparkplätzen wie hier irgendwie machbar sein, mit einem ganz einfachen Bezahlsystem, vielleicht sogar mit irgendeinem Bonussystem, wenn man hier einkauft, dass man Freikilometer bekommt, was auch immer. Finde ich eine gute Idee. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass WeShare diese Ladestation auch sehr häufig nutzt und damit diese Situation sich ein bisschen entspannt. An der Stelle könnte ich das Video jetzt auch schon beenden, aber ich habe noch eine Nachricht, die ich unbedingt noch loswerden möchte. Ich muss mich mal ein bisschen besser hier in das Licht stellen. Als ich das letzte Mal hier einkaufen war, ich gehe jetzt nämlich auch gleich rein und will einkaufen, da waren diese beiden Ladeplätze besetzt. Das ist auch total in Ordnung, dass Ladeplätze besetzt sind mit ladenden Fahrzeugen. Was ich aber ganz blöde finde, ist, wenn man sich hier hinstellt und sein Auto volllädt und nicht einkaufen geht und vielleicht im Auto sitzen bleibt oder das Auto verlässt. Denn dafür sind diese Ladeplätze hier definitiv nicht gedacht. Diese Ladeplätze hier sind definitiv dafür gedacht, dass sie von Kunden genutzt werden. Denn das ist ein Kundenparkplatz. Und deswegen meine und unsere große Bitte an alle, die vielleicht auch neu sind in dem Bereich der Elektromobilität, bitte verwechselt nicht solche Lademöglichkeiten hier mit eurem privaten Ladeplatz. Das ist ein gewerblicher Ladeplatz. Wir wissen auch nicht, wie lange wir hier überhaupt noch kostenlos laden können. Hier sollen Kunden parken und laden und nicht irgendwelche Leute, die der Meinung sind, sich hier 2-3 Stunden hinstellen zu können. Ganz abgesehen davon, dass die ja dann auch da, ihr habt es ja gesehen, gegen diese Parkordnung verstoßen würde. Ja, maximal 90 Minuten und nur für Kunden. Und da ich jetzt hier nicht als Stromschnorrer irgendwie rumstehen möchte, mache ich jetzt an der Stelle Schluss, mache meinen Einkauf jetzt hier. Freue mich natürlich sehr, dass ich an dieser Ladestation mal zwischendurch ein bisschen Strom irgendwie einladen kann. Das ist natürlich eine klasse Sache. Es führt mich ja auch hierher, ist ja auch irgendwie Sinn der Sache, Kunden damit anzulocken.
Aber bitte, 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 missbraucht bitte nicht diese Ladeplätze für eure Privatfahrzeuge, um sie hier sozusagen kostenlos zu laden, um als Stromschnorrer durch die Gegend zu fahren. Das bringt irgendwie gar nichts. Und dann werden auch irgendwann die Firmen eines Tages sagen, also da haben wir keinen Bock mehr drauf. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, war ein bisschen interessant für euch. Julian sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.